Wir haben uns mal hier die Lichteffekte angeguckt, den Lichtkegel vom Schweißhelm von Böhler Welding. Böhler Welding allgemein bekannt für Qualität im Schweißzusatzbereich. Ich natürlich auch. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich schon damit zu tun. Wigschweißdraht und auch Elektronen. Überhaupt kein Thema. Sorgenfreies Schweißen, so muss es sein. Aber schauen wir mal uns heute mal den Helm noch etwas näher an. Wir haben hier mal ein paar Seitenansichten aufgenommen, um die Lichteffekte, die vom Lichtbogen ausgehen, mal etwas näher zu betrachten. Seitenansichten, ihr seht jeweils dann, dass eben der Hals und die Schulter schon von Anfang an mehr geschützt ist, gut geschützt ist. Ihr wisst ja, so ein ekelhafter UV-Sonnenbrand kann richtig bösartig werden. Das tut weh, wollen wir nicht unbedingt. Hier können wir sagen, okay, man kann, wenn man mal den Hals nicht so optimal schützt, hat man hier schon von Anfang an im Kopf eine gewisse Sicherheit. Ihr seht selbst an der Strahlung, an dem Lichteffekt, wie die Strahlung an den Seiten weggeführt wird, ist natürlich sehr sinnvoll für jeden Wigschweißer. Wir haben das natürlich mehrfach getestet, auch mit verschiedenen Einstellungen, verschiedenen Körperpositionen. Hier seht ihr nur mal ein Beispiel. Also da wurde nichts rot oder irgendwelche Ängste, die man da ausstehen musste, falls man sich den Hals verbrennt. Den Link zu dem Schirm findet ihr unter dem Video. Das Preis-Leistungs-Verhältnis dafür, meiner Meinung nach, optimal, ist ganz in Ordnung. Wir haben sehr viele Helme schon getestet und probiert. Ich bleibe jetzt mal hier hängen. Das ist einer meiner Favoriten. Das ist überhaupt mein Favorit in den letzten Jahren, den ich hier mal getestet habe. Für die Wigschweißer, die im Industrierohrtungsbau sind oder im Behälterbau oder in den Industrieanlagen, hier einmal optimal dieser Helm für euch zur Anwendung. Herzlichen Dank für euer Interesse an diesem Video. Herzlichen Dank für eure Abos hier auf dem Wigschweißer YouTube-Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Schweißarbeiten. Wie schon erwähnt, der Link unter dem Video zu dem Helm kann man wärmstens empfehlen. Im Großen und Ganzen ist egal, welche Schweißarbeiten ihr ausführt, Mick-Mack, Wick oder Elektrode. Von daher finde ich die Reaktionszeit und auch das Sichtfeld mit der True-Color-Verglasung sehr angenehm fürs Auge und vor allen Dingen augenschonend. Ihr wisst ja selbst, Müdigkeit tritt schnell ein, wenn das Auge länger belastet wird. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Den Link unter dem Video. Viel Spaß wünsche ich euch bei euren Schweißarbeiten in euren Tätigkeitsfeldern.